Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Seniorenwohnanlage Auerbachs Blick nimmt Gestalt an. Zirkus Krone begeistert kleine und große Zwickauer und Vorhang auf zur neuen Spielzeit in Bad Elster. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zur Donnerstagsausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Es geht voran in der Eckersbacher Salutstraße. Bis Dezember lässt die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau den Block mit der Hausnummer 12 modernisieren und zu einer altersgerechten, barrierefreien Wohnanlage umbauen. Neben 50 Ein- und Zweiraumwohnungen stehen im Auerbachs Blick auch 4 rollstuhlgerechte Wohnungen zur Verfügung. Betreut werden die Bewohner von der Arbeiterwohlfahrt. Den Blick auf Auerbach können GGZ-Mieter in der Salutstraße 12 bald in völlig neuer Umgebung genießen. Bis Ende des Jahres soll der 1984 errichtete Neubaublock zu einer modernen und altersgerechten Wohnanlage umgebaut sein. Durch die Auflösung der alten Grundrisse sind es künftig nur noch 54 statt ehemals 72 Wohnungen. Erreichbar sind sie über ein neues Treppenhaus, aber auch über Fahrstuhl. Nach der kompletten Entkernung läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Der Bau befindet sich, wenn man das so will, auf der Schlussetappe. Wir haben also jetzt in der einen Hälfte werden die letzten Räume noch mit dem Gussasphalt versehen und im anderen Teil des Gebäudes, da ist der Innenausbau schon ziemlich weit fortgeschritten. Das heißt also, die Tapezierer waren schon drin, die Bäder, die ersten Bäder sind fertig gefliest. Also wir sind im Prinzip auf den letzten Metern der Baustelle, wenn man das so bezeichnen will, aber werden deshalb natürlich nicht langsamer. Als Fußbodenuntergrund wird Estrich aus Gussasphalt verwendet. In die Obergeschosse wird die flüssige Masse in Eimern mittels Förderband transportiert. Oben angekommen wird der Asphalt per Schubkarre und mit Muskelkraft zum Ort seiner Verarbeitung gebracht. Wie oft sie dafür die Treppen mit den 25 Kilo Eimern in der Hand bewältigen mussten, dürften die Arbeiter am Ende des Tages vergessen haben. Allein das Ergebnis zählt. Natürlich auch die Vorteile, weshalb sich die GGZ genau für diesen Estrich in der Salutstraße 12 entschieden hat. Gussasphalt hat den Vorteil, dass ich dort sofort relativ schnell weiterarbeiten kann. Während im Fließestrichbereich ich gewisse Trocknungszeiten habe und auch Feuchtigkeit in die Räume reinbringe, ist so ein Gussasphalt schnell eingebracht und am nächsten Tag eigentlich nicht nur begehbar, sondern auch weiter verarbeitbar. Das heißt, ich muss dort nicht so lange warten, ehe ich dort fließen kann und weiterarbeiten kann. Ist einfach eine Frage auch des Baufortschrittes. Ist ein bisschen teurer, aber dafür halt schneller dann weiter, also kann man schneller weiterarbeiten. Wie schnell im Auerbachs Blick gearbeitet wird, sieht man in den einzelnen Etagen. Da, wo der Estrich längst ausgehärtet ist, haben bereits die Malerarbeiten stattgefunden, sind Fenster und Balkontüren eingearbeitet. Bodengleich und schwellenlos gelangen die Mieter künftig auch in ihre Bäder. Alle 54 Wohnungen verfügen über breitere Türen und einen besseren Wärmeschutz. Sämtliche haustechnischen Anlagen werden ebenfalls modernisiert. Im Erdgeschoss befinden sich die AWO-Sozialstation und ein Gemeinschaftsraum, den die Mieter auch privat nutzen können. Ende des Jahres kommen die ersten Mieter in den Genuss des neuen Auerbacher Blickes, barrierefrei und rund um die Uhr betreut. Noch bis zum 18. September gastiert der Zirkus Krone in Zwickau. Mit seinem Programm Evolution feiert er sein 111-jähriges Jubiläum. Dabei beschränkt sich der größte Zirkus Europas nicht nur auf die Vorstellungen. Man kann weit mehr sehen und erleben. Der Zirkus Krone, der größte Zirkus Europas, braucht Platz. Mit seinen Zelten und Wohnwagen hat er den gesamten Platz der Völkerfreundschaft eingenommen. Der Zirkus ist eine kleine Stadt für sich. Hauptzelt, Ställe, Wohnwagen, Küche, Speisezelt, Schule und noch vieles mehr.
Alles in allem sind es 200 Wagen, 100 Tiere und 260 Menschen. Die Krone City entsteht innerhalb eines einzigen Tages. Ebenso beeindruckend ist das Programm. Es ist ein Programm der Superlative. Es wird die größte Raubtiernummer der Welt zu sehen sein. Mit 26 weißen und goldfarbenen Tiger und Löwen. Der riskanteste Ritt auf dem Todesrad. Und zwar eine fliegende Harley-Davidson. Und da wird 120 km/h auf der Außenseite einen Salto Mortale gedreht. Und die wunderschönen Papageien von Alessio werden live durch die Zirkuskuppel fliegen. Pferde, Elefanten, Nashornbulle Zavo und natürlich auch ein großes Flugtrapez. Und nicht zu vergessen, Clowns, 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 die besten Clowns der Welt. Das Gastspiel in Zwickau rief auch Kritiker auf den Plan. Viele der Plakate wurden in der Stadt beschmiert oder zerstört. Ja, also hier in Zwickau ist es schon extrem. Also hier sind wirklich sehr, sehr viele Plakate zerstört und zerschnitten worden. Wir haben sogar an öffentlichen Brücken solche Planen machen lassen hier für Zwickau und die sind komplett gestohlen worden. Wir haben jetzt da auch Strafanzeige erstattet und auch eine Belohnung von 500 € für Hinweise eben ausgesetzt, die zur Ergreifung dieser Straftäter führt. Ne? Wir hatten jetzt in Bayern mal das Glück, dass dort welche erwischt wurden. Die mussten jetzt 2.000 € Strafe und müssen natürlich auch noch Schadensersatz bezahlen. Wie der Zirkus Krone mit seinen Tieren umgeht, das sehen Sie demnächst in einem Extra-Beitrag. Das Thema dieses Films ist der Premiere-Tag und da sind wir bei den vielen Nebenattraktionen. Die Besucher können den Zoo besuchen und sich die Tiere, die in der Vorstellung auftreten, in Ruhe anschauen. Das Highlight am gestrigen frühen Nachmittag waren die zwei Löwenbabys. Sie durften einige Minuten mit ihrem Dompteur draußen herumtollen. Das machte ihnen sichtlich Spaß, genauso wie den Zuschauern. Aufgrund der Kälte mussten sie aber gleich wieder in den Stall. Künftig kann man die Jungtiere am Abend zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr bewundern. 30 Minuten vor der eigentlichen Vorstellung am Nachmittag gibt es noch einen Programmpunkt. Und der ist so richtig was für die kleinen Zuschauer. Hier dürfen sie selbst aktiv werden. Unter dem Motto Zirkus zum Mitmachen können sich alle jugendlichen Besucher als Amateurartisten versuchen. Durch eine Longe gesichert dürfen sie unter anderem auf einem Pferd reiten bzw. stehen. Der Andrang war groß am gestrigen Nachmittag. Was den Kindern dabei mehr Spaß machte, der kurze Ritt auf dem Pferd oder der Flug durch die Manege, das bleibt offen. Alle Geburtstagskinder erhielten dann noch ein kleines Geschenk und eine Urkunde mit der Unterschrift aller Artisten und der Direktoren. Schnell noch Popcorn und ein buntes Lämpchen gekauft und dann konnte die Vorstellung beginnen. Über 1000 Zuschauer sahen die gestrige Nachmittagsvorstellung. Warum man den Zirkus Krone besuchen sollte, dafür hat die Pressesprecherin Susanne Matzenau eine schnelle Antwort. Weil er der größte, schönste und beste Zirkus der Welt ist. Deshalb sollte man ihn besuchen. Alles echt, alles live, alles gekonnt, für alle Sinne, riechen, fühlen, schmecken. Und schon Ernest Hemingway sagte, Zirkus ist der einzige Ort der Welt, wo man mit geöffneten Augen träumen kann. Und dazu möchten wir ganz Zwickau und die Umgebung herzlich gerne einladen. Auch wir waren eingeladen, durften aber selbst nur das Opening filmen. Verständlich, schließlich möchten die Zuschauer die Vorstellung sehen und nicht den Rücken eines Kameramanns. Ein paar Ausschnitte der Jubiläumsshow können wir Ihnen dennoch zeigen. Der Zirkus Krone hat uns hauseigenes Material zur Verfügung gestellt.
Vielleicht macht ihnen das Appetit und sie genießen demnächst selbst eine Vorstellung. Fernsehen kann keine Live-Atmosphäre bieten, doch nun genug geredet, Manege frei. Sie sehen Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2017. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Ich finde, wir haben inzwischen in der Politik viel zu viele Leute, die sich wegducken vor den Mächtigen, die sich kaufen lassen von Rüstungslobbyisten oder Wirtschaftsfürsten. Sabine Zimmermann ist eine Persönlichkeit, die immer Rückgrat hatte, die Mut hat, die sich wirklich einsetzt für die sozialen Belange der Menschen. Sabine Zimmermann. Es ist Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Für eine gute Rente ohne Armut im Alter. Für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Nur Die Linke steht für eine konsequente Friedenspolitik. Am 24. September Die Linke wählen. Sie sahen Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2017. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Werbung. Weite Wege zur Arbeit? Das muss nicht sein. Bei der Rückkehrerbörse im Zwickauer Rathaus am 2. Oktober zwischen 10 und 14 Uhr haben besonders Pendler die Möglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Bei etwa 25 Unternehmen sind viele verschiedene Branchen vertreten. Der Geschäftsführer von Siebenwurst Werkzeugbau, Alexander Peckruhl. Wir wachsen ständig, wir erweitern uns in den nächsten Jahren. Wir suchen dort Fachpersonal im Bereich Engineering, im Werkzeugbau. Wir suchen hochqualifizierte Werkzeugmechaniker. Wir wünschen uns, dass wir den einen oder anderen auf der Rückkehrerbörse gewinnen können, hier zu uns, zur Siebenwurst zu kommen, um, ich sag mal, diesen Aufbau und das Wachstum gemeinsam mit uns zu gestalten. Managing Director Annette Strobel vom First Inn Hotel Zwickau kennt bereits die Vorzüge ehemaliger Pendler. Wir konnten Rückkehrer für unser Küchenteam gewinnen, die nun in der Nähe ihrer Familien und Freunde ihren Beruf ausüben können. Erfahrungen aus der Region und aus dem Ausland sind extrem wichtig und werden von uns hochgeschätzt. Nutzen Sie die Chance und schnappen Sie sich auf der Rückkehrerbörse am 2. Oktober zwischen 10 und 14 Uhr im Rathaus Zwickau Ihr Ticket zurück in die Heimat. Diese Show müssen Sie gesehen haben. Tickets und Infos unter 0185 247 287 und www.247.de.
zirkus-krone.de. Citroën C3. So einmalig wie du. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Ich komme in den Sportpark wegen meiner Gesundheit. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist alles prima. Die Knochen werden entlastet, dadurch schon wieder fit gemacht. Der Rücken, die gute Rückenschule hier, die ist prima. Also mir gefällt sie ganz toll und mir gefällt hier das ganze Ambiente sehr gut. Vor allen Dingen auch angefangen von den Umkleideräumen, von den Duschen, von der Sauna, vom Saunabereich insgesamt. Also das ist das Tolle hier. Ohne den Sportpark geht nichts mehr. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Herzlich willkommen in der Alten Münze, im ältesten und zugleich neuesten Haus am Zwickauer Hauptmarkt. Ob Weihnachtsfeier, Geburtstag, Taufe oder Jugendweihe Ihrer Kinder, bei uns sind Sie genau richtig. Auch Ihre Hochzeit machen wir zu einem unvergesslichen Tag. Und für die Übernachtung steht das angeschlossene Hotel bereit. Der mutmaßliche NSU-Unterstützer André E. sitzt in Untersuchungshaft. 4,5 Jahre hatte er den Prozess am Münchner Oberlandesgericht als freier Mann verfolgt. Dann kam die überraschende Wendung. Die Bundesanwaltschaft hatte im Plädoyer eine Haftstrafe von 12 Jahren gefordert. Richter Manfred Götzl beantragte daraufhin Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Noch am Mittwochabend wurde er in die Haftanstalt Stadelheim gebracht. Die Bundesanwaltschaft bezeichnete E. als den loyalsten Unterstützer des NSU. Das Zwickauer Unternehmen Ilkazell ist als einer von 18 Finalisten beim Großen Preis des Mittelstands ausgezeichnet worden. Es handelt sich dabei um einen der bedeutendsten Wirtschaftspreise Deutschlands. Bundesweit waren fast 5000 Firmen nominiert, darunter 8 aus Zwickau. Ilkazell arbeitet auf den 4 Geschäftsfeldern Kühlzellen, Reinraumtechnik, Umweltsimulation und Klimasysteme. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Mit einem großen Festkonzert wurde am vergangenen Freitag in Bad Elster die Spielzeit 2017-2018 eröffnet. Mit 184 Produktionen bietet die 104. Saison im König-Albert-Theater sowie im Naturtheater der Kultur- und Festspielstadt das abwechslungsreichste Bühnenprogramm in ganz Südwestsachsen. Bis zum 31. August 2018 werden Künstler und Ensembles aus rund 40 Nationen aller Kontinente im Staatsbad erwartet. Welch klangvollen Namen dabei sind und was es sonst noch für Neuerungen gibt, verriet Generalmusikdirektor Florian Merz kurz vor dem Saisonstart. Zur Pressekonferenz brachte der geschäftsführende Intendant der Kursächsischen Veranstaltungs GmbH das über 200-seitige Spielzeitheft mit. 184 Produktionen zwischen dem 1. September 2017 und dem 31. August 2018 bedeuten einen neuen Rekord in der Geschichte des König-Albert-Theaters.
Dabei wird so gut wie keine Sparte ausgelassen, ein Markenzeichen und Alleinstellungsmerkmal, nicht nur im vogtländischen Dreiländereck. Wir möchten eigentlich eine bunte Vielfalt bieten. Das heißt, wir bieten das klassische Theater, das heißt Musiktheater, Oper, Operette, Ballett, Musical, Sprechtheater und Kabarett, Kindertheater. Hier gibt es die Symphoniekonzerte der Kursächsischen Philharmonie, verschiedene Serenadenkonzerte, aber auch unsere Reihe Theater in Konzert. Das heißt, wir spielen Rockpop, wir spielen Blues, wir spielen Liedkunst, wir spielen Vokales. Es kommt zum Beispiel der Chor der Semper bei Dresden zu uns. Wir haben eine Reihe Gespräche und Gedanken, wo wir ja 10 Tatort-Kommissare haben, die also aus den Sendungen Tatort kommen, mit dem Publikum hier sprechen wir gewisse Dinge, die sie im Leben erlebt haben. Es gibt eine Reihe Weltkultur, wo wir den Menschen hier Kultur aus der ganzen Welt zeigen möchten. Viele bekannte Namen werden der 104. Spielzeit am König-Albert-Theater wieder ihren Stempel aufdrücken. Mit spannenden Themen möchte die Reihe Gedanken und Gespräche Impulse für Diskussionen und Reflexionen im Herzen Europas setzen. Bekannte Leute sind Götz Alsmann, der zu uns kommt, es kommt Herr Lippe zu uns, es wird nächstes Jahr Matthias Reim, Naturtheater, bei uns auftreten. Wir haben, wie gesagt, die Tatort-Kommissare, wo soll ich anfangen, bei Frau Volkerts geht das ganz los, es kommt Stumpy zu uns, im Volksmusikbereich Maxi Ahn, Iron Shear, Howard Carpendale, aber eben im Opernbereich haben wir auch 25 verschiedene Produktionen, das ist die ganz andere Seite und das ist, glaube ich, auch was wir in der Region überhaupt nicht haben, eben auch diese Quantität gepaart mit einer Qualität. Zum Beispiel haben wir auch Nischenprodukte wie Zwei Witwen von Smetana, aber auch der Freischütz von Kamera von Weber wird bei uns gezeigt werden. Die internationale Kultur- und Festspielstadt bietet auf ihrer historisch einzigartigen Festspielmeile der kurzen Wege im Jahresverlauf vor allem große Festivalreihen und verschiedenste Themenschwerpunkte. Die 17. Kursächsischen Festspiele stehen im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Vor 200 Jahren wurde in Bad Elster das erste Orchester gegründet. Mit 1817 hat man schon die Idee gehabt, dass man Gesundheit und Musik verbinden kann. Das feiern wir heute, aber nicht nur mit Konzerten, sondern machen ein buntes Programm. Die Kursächsische Philharmonie öffnet das Ganze natürlich mit einem Symphoniekonzert, beschließt das Ganze mit einem Symphoniekonzert. Aber zwischendurch haben wir spannende Themen. Die Orchesterprobe von Karl Valentin haben wir. Woods of Burnham, intellektuelleres Thema Musik und Theater, Rock-Pop gemischt mit dem ehemaligen Polarkreis. 18 Leuten haben wir bei uns. Wir haben im Bereich des Kinder- und Jugendbereiches verschiedene Veranstaltungen. Also ich denke, da ist für jeden etwas dabei, was wir in diesen 2 Wochen hier bei uns bieten werden. Reinhold Beckmann, diesmal nicht als Sportreporter, sondern mit eigener Band, oder Kabarettlegende Werner Schneider sind 2 weitere klangvolle Namen, die bis zum 3. Oktober zu den Festspielen ins Königsbad kommen werden. Das 500-jährige Reformationsjubiläum und der 170. Todestag von Felix Mendelssohn Bartholdy sind weitere Schwerpunkte. Beide Ereignisse beleuchten vom 21. Oktober bis 5. November die kulturellen Gedenktage im oberen Vogtland. Also Mendelssohn hat ja 170. Todestag Anfang November, Martin Luther kennen wir mit dem 31. Oktober. Wir haben gesagt, wir verbinden das Ganze, machen daraus Mendelssohn und Luther eine Reformation, haben verschiedene Veranstaltungen hier, wir machen mit Elin Kolev, einem Zwickauer Geiger, der momentan auch auf einem großen Erfolgskurs ist, das Mendelssohnsche Violinkonzert, dann spielen wir die Reformationssymphonie. Ben Becker kommt zu uns, der Schauspieler, der in Berlin mit großem Erfolg seine Judaslesung hält, wird bei uns hier eingehalten. Im Schauspiel werden wir zeigen, wie deutsche Menschen nach Amerika ausgewandert sind und da eben das Thema Luther den Menschen nahe zu bringen. Die Kursächsische Veranstaltungs GmbH ist in der glücklichen Lage, neben dem renommierten König-Albert-Theater noch eine zweite Spielstätte nutzen zu können, und zwar unter freiem Himmel. Im Jahre 1911 wurde die Idee geboren, im Waldpark Bad Elster ein Naturtheater, als erstes seiner Art in Sachsen, im großzügigen Stil der Antike zu erbauen. Wir haben das Ganze dann nach 50-jährigem Röschenschlaf 2007 wiederbelebt, indem wir gesagt haben, 1000 Plätze und Bühnen, das reicht. Jetzt merken wir kommen an Grenzen. Die möchten wir überwinden aus Künstlersicht und aus Publikumssicht. Wir werden unser Publikum auf 1500 Plätze erweitern, werden aber, das ist das Besondere, ein fahrbares Publikumsdach haben. Sprich, wenn es also regnen sollte, ist das Publikum geschützt, aber auch bei Sonnenschein hat man eben auch dann eine luftige Atmosphäre und nicht jetzt eine brutale Sonneneinstrahlung. Wir haben eben Howard Carpendale, den Freischütz, Gregor Meile kommt zu uns, bei der Melfi Game, es wird der MDR Musiksommer bei uns sein. Also auch wieder für jeden etwas, von Jedermann bis, das Spiel übrigens auch, das Schauspiel, bis zur Kinderveranstaltung.
Egal ob Open Air oder König Albert Theater, Stammzuschauer können in der Spielzeit 2017/18 wieder eine Reihe von Vergünstigungen genießen. Zum einen das klassische Theaterabonnement, aber auch wer bei uns in den Reihen Vokales, Rock, Pop, Lied einkauft, kann bei uns auch Rabatt bekommen, wenn er mehrere Veranstaltungen einkauft. Ich denke, man muss da sehr zeitgemäß sein, weil die Menschen haben heute auch andere Bedürfnisse als das klassische Theater. Man muss auch eben für alle heute da sein. Und ich denke, das wird auch für Bad Elster typisch sein, dass wir eben Themen hier verbinden können. Vergünstigungen wie das Vorteilsabo oder die Verpflichtung von renommierten Künstlern sind möglich, weil die Kursächsische Veranstaltungs GmbH einen Großteil der finanziellen Mittel selbst erwirtschaftet. Liegt bei uns bei 60%. Das heißt, bei uns trägt die Kultur sich fast schon selbst. Die Kosten, die wir haben, diese 40%, sind bei uns die Kosten fürs Marketing, für die Gebäude. Wir haben ja 8 Konzertsäle, die kosten natürlich auch Unterhalt und Geld. Aber letztlich muss die Kultur und Kommerz aufeinander gebracht werden. Heute nur noch alles mit Fördermitteln abfordern, das funktioniert bei uns lange nicht mehr. Wir kosten als Kursächsische Veranstaltungsgesellschaft ungefähr 3 Millionen € im Jahr. Die 3 Millionen beinhalten 8 Konzertsäle in Bad Brambach, die Festhalle mit dazu, mit rund 1000 Veranstaltungen für 220.000 Besucher. Wirtschaften rund 1,5 Millionen € selbst. Das ist also eigentlich unsere Parameterzahl, mit der wir, glaube ich, sehr gut zurechtkommen und klar auch sagen, dass man mit einer Wirtschaftlichkeit auch zum Erfolg kommen kann. Mit diesem von Wirtschaftlichkeit geprägten Erfolg hat die Kursächsische Veranstaltungs GmbH auch ohne eigenes Ensemble längst Maßstäbe gesetzt, nicht nur im Vogtland. Volle Spielstätten und ein prall gefülltes Spielzeitbuch, von einem Heft kann man längst nicht mehr reden, geben der Philosophie des geschäftsführenden Intendanten recht. Einer der prominentesten Gäste, die bei den 17. Kursächsischen Festspielen ihre Visitenkarte im König-Albert-Theater hinterlassen werden, ist Reinhold Beckmann. Der 61-Jährige kommt am 30. September allerdings nicht als Sportreporter, sondern als Sänger mit Band nach Bad Elster. Beckmann philosophiert über den verrückten Charme der kleinen Dinge, über Macken und Merkwürdigkeiten von uns Zeitgenossen und über die Liebe oder das, was manchmal von ihr übrig bleibt. Für das Gastspiel von Beckmann und Band verlosen wir 2x2 Freikarten. Alles, was Sie tun müssen, eine E-Mail schreiben an gewinn@westsachsen.tv oder auch unter der eingeblendeten Telefonnummer. Wir wünschen viel Erfolg. Werbung. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Küchenauswahlwochen vom 2. bis 23. September. Jetzt bei Rego Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a.
25 Jahre Reko-Möbel. Wir lieben Möbel. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem wolkigen Beginn reißt der Himmel am Freitag immer mehr auf. Es bleibt trocken mit Werten um die 15 Grad, aber nur mäßig warm. Der Wind weht mäßig aus südwestlicher Richtung. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Das Wochenende verläuft überwiegend freundlich. Hin und wieder können jedoch ein paar Schauer dabei sein. Wechselhaft geht es auch in die neue Woche, bei Höchsttemperaturen von lediglich 16 Grad. Das war tagaktuell vom Donnerstag. Das alles gibt's auch online nochmal zum Nachschauen in unserer Mediathek unter westsachsen.tv. Ihnen jetzt einen schönen Abend.